Herzlich willkommen zu Pippi Lotters Grammatikstunde. Heute geht es um ein Thema, das ziemlich viele Menschen falsch machen, egal in welchem Alter. Und deshalb wollen wir das heute mal versuchen zu klären. Und zwar geht es um seit mit D oder seit mit T. Wir beginnen mit dem ersten, das ist seit. Seit ist ein Verb. Und hat als, das ist ein gebeugtes Verb, also eine finite Form. Und der Infinitiv ist sein. Also, ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, wir sind. Und ihr seid. Das heißt, immer wenn wir ein ihr in der Nähe haben oder wissen, dass es ein Verb ist, dann schreiben wir seid mit D. Das heißt, dieses seid mit D bezieht sich immer auf ein Personalpronomen. Und zwar als Beispiele wären dann ihr seid müde. Ihr seid müde. Oder auch als Frage. Seid ihr schon da? Seid ihr schon da? Oder eben auch als Aufforderung, als Imperativ. Da fehlt uns natürlich dann das Personalpronomen ihr. Aber das könnt ihr euch ja trotzdem, können wir das sich erschließen. Und zwar, seid bitte leise. Wer soll leise sein? Ihr. Kommen wir nun zu seid mit T. Seid mit T hat zwei Funktionen. Darauf können wir auch nochmal eingehen. Einmal kann seid mit T eine Konjunktion sein. Eine Konjunktion. Das heißt also eine Verbindung schaffen und einmal eine Präposition. Präposition. Eine Präposition ist ein Verhältniswort und bei beiden, um das jetzt genauer zu erklären, geht es immer um Zeit. Geht immer um Zeit. Zum Beispiel einmal als Präposition seit langem warte ich auf Post. Hier geht es um Zeit. Als Konjunktion, das ist also eine Präposition, auch mal unterstreichen, hier als Präposition, seit mit T. Und als Konjunktion wäre ein Beispiel, seit ich nicht mehr lerne, werden meine Noten schlechter. Das wollen wir natürlich nicht und deshalb erklären wir das ja hier auch. Hier ist seit eine Konjunktion, verbindet nämlich zwei Sätze miteinander, einen Hauptsatz und einen Nebensatz und wurde deshalb hier mit T geschrieben. Und natürlich geht es hier auch um Zeit. Gar nicht so schwer. Also immer, wenn wir in der Nähe haben, ein ihr haben und es ein Verb sein könnte, man kann ja den Satz auch umbauen, ihr seid müde, ist die Frage, kann ich auch sagen, ich bin müde, dann seid mit D. Wenn es um Zeiten geht, also immer
irgendwie etwas mit Zeit zu tun hat, mit Tempus, dann mit T. Das war's.